Ja, der Trainer vom FKP, Daniel, sag uns doch mal, wir haben heute gegen unseren Lieblingsgegner gespielt, gegen Mechtersheim. Da haben wir immer eigentlich gut ausgesehen. Heute war es ein bisschen zäh am Anfang, aber je länger das Spiel dauerte, umso besser waren wir eigentlich im Spiel drin. Ja, das war mir aber eigentlich schon klar heute von den Bedingungen her. Sprich, wir haben die Woche gespielt, das hat ja schon ein paar Körner gekostet, zweimal in Schottland zurückzukommen und dann heute bei den Temperaturen, dass das kein Zuckerschlecken wird. Mechtersheim hat es in der ersten Halbzeit auch gut gemacht, hat die Räume gut zugestellt. Wir waren da zu fehlerbehaftet. In der Halbzeit haben wir dann ein bisschen umgestellt und ein paar Sachen angesprochen. Und die haben die Jungs dann in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht. Wir haben guten Ball laufen lassen, haben hinten raus sogar noch dann verpasst, das eine oder andere Tor mehr zu machen. Die Chancen waren da. Alles in allem bin ich hochzufrieden. Kompliment an die Mannschaft, wie sie bisher gearbeitet hat. Wir haben jetzt einen tollen Start hingelegt und als Belohnung kriegen sie jetzt auch mal 2 Tage frei. Was mir aufgefallen ist, ihr habt eine sehr flexible Abwehr, mal Dreierkette, mal Viererkette, je nachdem, was da auf euch zukommt. Die Jungs haben das schon schön verinnerlicht. Ja, ich glaube, das ist momentan auch eine Stärke, dass wir da relativ flexibel sind. Müssen wir auch sein, dass wir nicht zu ausrechenbar sind. Zweite Halbzeit haben wir dann umgestellt oder in der ersten Halbzeit schon von 3 auf 4 mit der Raute im Mittelfeld. Und ich glaube, dass das dann mit ein entscheidender Punkt war. Und ja, der Tobi hat heute dann auch mit Ball einen Sahnetag gehabt und die 2 Tore gemacht. Und das war dann irgendwo der Dosenöffner, also alles gut. Ich wollte dich gerade fragen nach dem Matchwinner Tobias Jänicke. Aber du hast schon alles gesagt, du musst hoch zur Pressekonferenz. Das war es eigentlich schon. Ich danke dir, Daniel. Schönes Wochenende, tschüss. Ja. Schuhstadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.